Obwohl ich sehr froh bin, dass der SV Werder Bremen in diesem Wettbewerb nicht teilnimmt, freue ich mich, dass endlich wieder Profifußball in Deutschland losgeht. Genauer gesagt die zweite Liga, und daher werde ich mal mein Unwissen hier verbreiten und eine Prognose machen, so wie es jeder andere YouTuber auch tut. Servus Bremen-Fans, hier ist der sehr kreative Basti B., Bremen-Fan aus Bayern, und darum zur Begrüßung kein Moin, sondern Servus. Es ist nicht überraschend, aber das Ding vorher zu sehen ist bockschwer. Dennoch versuche ich mein Glück und zeige euch zuerst, hier sind alle 18 Mannschaften sortiert, nach Gesamtmarktwert sortiert. Das heißt, die Zahl, die neben der Mannschaft steht, ist natürlich in Millionen Euro der Marktwert des gesamten Kaders, und da ist Köln ganz, ganz weit oben, und unten sind die Mannschaften, die man da erwarten würde. Jetzt könnte man sich zurücklehnen, könnte sagen, die werden ja wohl Ahnung haben von Transfermarkt und das ist die Reihenfolge, haha. Aber nein, wir wollen es natürlich durchmischen, denn ich glaube nicht zum Beispiel, dass Köln Erster ist. Spoiler alert. Wir fangen an. Über mir sind jetzt alle 18 Mannschaften in dieser Marktwertsortierung natürlich, und auf der rechten Seite werden wir anfangen, und wir fangen natürlich von unten an, alles andere wäre ja langweilig. Auf Platz 18 sehe ich die Eintracht aus Braunschweig, die hat am Schluss das Ding noch gedreht, hat den Klassenerhalt geschafft. Ich glaube aber, weil die einfache Aussage, die Aufsteiger werden nicht absteigen, muss es einen etablierteren treffen, und dann ist Eintracht Braunschweig für mich der Abschiedskandidat Nummer 1. Warum, ist so ein Gefühl, die haben auch ein paar Spieler verloren, wie zum Beispiel den Torwart, der jetzt bei Schalke spielt, obwohl da noch gar nicht ganz sicher ist, ob er überhaupt spielt. Naja, Jan Regensburg. Jetzt sagt er doch, dass die Aufsteiger nicht absteigen, aber Jan Regensburg ist doch ein Aufsteiger. Wie auch immer, 17. Jan Regensburg. Jenny Elversberg, wie ich sie liebevoll nenne, wird auf Platz 16 landen in der Relegation gegen Osnabrück. Die spielen wieder um den Aufstieg mit. Und Jenny Elversberg wird es aber knapp schaffen. In der 96. Minute ein 2-1 im Relegationsrückspiel. Fernschuss aus 18 Meter. Preußen Münster, der nächste Aufsteiger, Sensationsaufsteiger. Aber natürlich Peter Niemeyer, Masterclass, hat das natürlich geschafft. Und sie bleiben in der Liga. Glückwunsch, Preußen Münster. Ebenfalls Glückwunsch, SSV Ulm. Ich wohne gar nicht weit weg von Ulm, daher ist da eine, nicht eine Beziehung, eine leichte Sympathie, kann man dazu sagen. Auch wenn ich mit denen eigentlich nichts zu tun habe, SSV Ulm schafft den Klassenerhalt, ziemlich deutlich sogar, auf Platz 14 stark. Ich finde ja, dass die Mannschaften, die bis jetzt dort stehen, in weißer Schrift, irgendwie ist das für mich die Gruppe, die die letzten 5 Plätze eigentlich ausmachen. Und ab da kommt ein kleiner Sprung in meiner Welt, wo ich sage, die sind alle ein bisschen besser. Und da wird es schwierig einzuschätzen. Ich glaube aber, dass Kaiserslautern eher das Gesicht Ende der Saison zeigt, wo sie ja nicht mehr ganz so gut waren, weil sie ja am Anfang der letztjährigen Saison ja sogar ganz weit oben dabei waren. Man weiß ja nicht, was mit ihrem Topstürmer passiert. Daher glaube ich nicht, dass es da für eine sehr, sehr gute Saison reicht. Und daher ist Platz 13 das, was es wird. Paderborn. Die habe ich letztes Jahr, glaube ich, sogar auf 1 oder 2 hochgetippt, weil sie Max Kruse noch hatten. Naja, Paderborn ist, sage ich jedes Mal, Paderborn ist bekannt für den kürzesten Fluss Deutschlands. Die Pader ist der kürzeste Fluss Deutschlands. Irre, das muss reichen. Platz 11 ist Magdeburg, und sie haben den einen Spieler, den ich jetzt leider nicht mehr weiß, der mir aber sehr gefällt. Ihr müsst euch selber aussuchen, wen ich meine. Ich komme nicht drauf. Magdeburg auf Platz 11 ist doch ganz toll. Baris Attik, den Spieler meinte ich von Magdeburg. Den mag ich, und darum Platz 11. Platz 10. Und jetzt wird es nämlich spannend. Alle Mannschaften, die jetzt kommen,
sage ich, da ist irgendeine Mannschaft, die ich vielleicht auf 10, 9, 8, 7, 6 tippe, die es auch bis ganz da oben schaffen können. Das ist so ein typisches Kiel und St. Pauli. Wir waren doch gar nicht so gut in der Saison zuvor, aber explodieren dann. Da ist sehr viel Qualität für eine zweite Liga da, die sehr, sehr eng ist. Und das ist ganz, ganz schwer vorauszusagen. Aber ich sage, Greuther Fürth auf Platz 10. Es ist so warm, ich musste hier schneiden. Ich brauche hier ein Wässerchen, weil meine Stimme es nicht aushält und ich dann vielleicht auch etwas langsamer reden kann. Darmstadt ist auf Platz 9. Das ist der Absteiger, der eigentlich keine schlechte Truppe hat, aber ich finde, die Neuzugänge sind einfach Neuzugänge für eine Mannschaft, die nicht absteigen will in der zweiten Liga, aber ich sehe da keine Ambition nach oben. Ich schätze mal, dass ich Darmstadt da nicht alle Spiele aussuchen kann, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Da ist es schon ein bisschen enttäuschender. 9. Platz. Auf Platz 8 habe ich Miroslav Klose getippt. Da gibt es einen kleinen Hype. Ich persönlich glaube ja nicht, dass Miroslav Klose noch im Profibereich als Trainer funktioniert. Er lebt ja sehr viel von seinem Salto und viel mehr von seiner sehr erfolgreichen Profikarriere. Aber in Österreich hat er nicht wirklich funktioniert als Trainer. Und ich glaube nicht, dass es hier besser wird. Aber der sportliche Leiter von Nürnberg, den Namen sage ich jetzt nicht, der ist sehr schwer auszusprechen, der macht, glaube ich, einen richtig guten Job, weil er zum Beispiel auch gerade den Innenverteidiger von Union Berlin, Knoche, zum Beispiel geholt hat. Absolut überraschend. Und ich glaube auch, dass Klose generell natürlich irgendwo auch als Spieler, also für Spieler zieht als Name, gerade wenn er offensiv spielt. Der Mann, der immer noch am meisten WM-Tore überhaupt geschossen hat, macht natürlich Werbung für Nürnberg. Etwas wirren, was ich jetzt gerade geredet habe. Also, ja, ich glaube, Klose ist jetzt, bevor die so losgeht, auch für die Transfers gut für Nürnberg. Aber spätestens im Herbst oder im Frühjahr nächsten Jahres werden wir sagen, naja, Miro, danke für alles, aber hat dann doch nicht so ganz funktioniert. Auf Platz 7 ist Karlsruhe. Eine Mannschaft, die, glaube ich, komplett funktionieren kann, wäre nicht der etwas lahme Sturm. Bin jetzt ein bisschen frech, aber so ist das nun mal. Sie haben einen Georgier, seinen Namen weiß ich jetzt auch nicht auswendig. Und ich liebe Georgien, die Fußballer, weil die haben so toll bei dir im Fußball gespielt. Da bin ich großer Fan. Aber ich glaube, dass Karlsruhe sehr viele Punkte hat, warum sie oben mitspielen können. Aber ganz vor dem Sturm zentral, da bräuchten sie noch jemanden. Daher sage ich Stand jetzt und heute ist der 31. Juli, Karlsruhe SC, Platz 7. Auf Platz 6, ja, spätestens ab hier ist man im Bereich, wo jeder ganz hoch kommen kann. Jetzt könnte man sagen, ja, aber Schalke doch nicht wirklich. Ja, ich bin, glaube ich, doch dran. Aber wir sind jetzt bei Fortuna Düsseldorf. Sie haben ihren besten Stürmer verloren. Trotzdem hat Düsseldorf eine sehr gute Mannschaft, aber sie haben ihren besten Stürmer verloren und haben natürlich ein Relegationsspiel. Am Schluss haben sie eine Relegation noch hergegeben, die, dass man nicht mehr hergeben darf. Wenn ich auswärts 3-0 gewinne, muss ich das Heimspiel so gestalten, dass ich zumindest durchkomme. Ich muss diese Dinge nicht gewinnen, aber ich könnte auch 2-0 verlieren und wäre trotzdem weiter gewesen. Ich glaube, dass das immer noch wehtut und ich glaube nicht, dass sie sich das abschütteln können und dann irgendwie ummitmachen. Das wird eine leicht enttäuschende Saison für Fortuna Düsseldorf, Platz 6. Im Übrigen finde ich diese Variante mit diesem irgendwie freier Eintritt, ist das doch 4 Spiele, so ein Spezialteil Fortuna für alle. Geiles System, gefällt mir sehr. Auf Platz 5 ist FC Schalke 04. Den Wortwitz muss ich jetzt natürlich bringen, ganz klar. Schalke hat marktwerttechnisch gar nicht so den tollen, also wenn wir zurückspringen, über mir ist ja die Reihenfolge des Marktwertes, da sieht man, dass sie von den restlichen Mannschaften die letzten sind und dann auch noch ein bisschen Abstand haben. Also marktwerttechnisch nicht so toll, aber ich glaube, ihr Sportdirektor, der Manga, wie heißt, der macht, glaube ich, einen guten Eindruck. Ich glaube, der holt etwas unbekanntere Spieler, die aber hoffentlich dann entwicklungsfähig sind. Ich würde mich freuen, wenn Schalke oben mitspielen kann. Ich glaube es nicht ganz oben, aber ich glaube schon im ersten Drittel. Es gibt natürlich viele Schalke-Fans, die sagen, alles außer Aufstieg interessiert mich nicht. Obwohl ich, glaube ich, schon bei manchen so raus, wenn ich mal bei YouTube ein bisschen durchgucke, die würden sich, glaube ich, für das erste Drittel schon gar nicht so ganz wenig begeistern können nach der letzten Saison. Daher Platz 5,
Schalke, Platz 4. Wer wird's? Köln, Hertha, Hamburg oder Hannover? Dreimal H. Ha, ha, ha. Hertha BSC Berlin. Für viele, glaube ich, einer der Favoriten, aber irgendwie, ich traue diesem Braten nicht, wie man schon so schön sagt. Was ist mit Rehse? Geht er eher ins Model-Business oder wechselt er noch woanders hin? Jetzt ist er auch schwer verletzt oder verletzt auf jeden Fall. Das ist alles nicht so optimal. Und der Coach, der Phil, das kann ja angeblich ein spannender, weil er irgendwie Spanisch und ein bisschen viel Tiki-Taka spielen lässt. Aber bei Nürnberg hat er doch nicht funktioniert. Die Nürnberg haben sich doch totgelacht, dass sie ja noch Geld bekommen haben für ihn. Die hätten doch den fast rausgeschmissen. Und ich glaube, Hertha hat Geld bezahlt dafür. Total irre. Daher glaube ich nicht, dass Hertha und die ersten drei kommen. Darum wird es nur Platz 4. Immerhin 4. Und bevor die Top 3 starten, trinke ich nochmal was. Denn heute fällt mir das Reden schwer. Egal wie es ausgeht, ich glaube, der HSV freut sich, beziehungsweise der HSV-Fan, der jetzt am 31. Juli 2024 zuschaut, freut sich. Ja, Hamburg, sage ich, ist unter die Top 3. Es bleibt aber bei Platz 3. Immerhin Relegation, auch wenn die gegen ein Erstligist, egal wer es ist, sehr schwer wird. Ich finde, und ich traue mir es einfach mal als Werder Bremen-Fan zu sagen, ich würde mich freuen, wenn der HSV aufsteigt. Und wer das in meiner Bubble blöd findet, der darf das blöd finden. Aber ich würde mich freuen, wenn der HSV in der ersten Liga spielt. Aber ich will ja hier glauben, was ich meine. Und das soll heißen, ich glaube nicht, dass sie Erster oder Zweiter sind. Aber ich freue mich schon sehr auf Freitag auf das Spiel. Auch wenn ich da selber zur ähnlichen Zeit versuche, meinen Körper quer durch über einen Tennisplatz zu schleppen. Nore, schau es eh nicht zu, aber ich pack dich. Dennoch freue ich mich sehr, dass Profifußball wieder losgeht und Hamburg gegen Köln, oder es ist Köln gegen Hamburg, ist egal, ist ein Banger. So, und wer wird jetzt eins? Köln oder, wo man sagen, ja klar, meisten mag wir, bla bla, oder Hannover 96, wer zur Hölle kann denn Hannover 96 auf Platz 1 stellen? Was sage ich? Trommelwirbel? Müsst ihr euch jetzt vorstellen. Köln, glaube ich, hat individuell die beste Mannschaft der Liga, Stand jetzt. Ich bin erstaunt, welche Truppe sie zusammenhalten können. Dafür, dass sie quasi nicht zusammengestellt worden ist, weil sie ja nicht groß verändert werden konnte, ist sie irgendwie gut zusammengestellt. Also das ist erstaunlich. Und ich glaube, dass die vielleicht eine jüngere, habe ich das Gefühl, aber eine interessante Mannschaft haben. Einen super interessanten Torhüter zum Beispiel, dann Lemperle und Downs, das sind wahrscheinlich die beiden Stürmer vorne drin. Jung und haben, glaube ich, eine Qualität, gerade für eine zweite Liga. Ich finde das richtig spannend. Dann unser ehemaliger SV Werder Bremen-Spieler, der Österreicher, wie heißt der jetzt? Fällt mir nicht ein, der Kainz, ist nicht mal Kapitän. Ich glaube, das tut ihm auch gut. Und ja, ich glaube, dass Köln da wirklich was reißen kann. Aber ich glaube, dass Köln sich etwas braucht mit. Ich glaube, dass Hamburg gewinnt das erste Spiel oder zumindest nicht verliert. Köln fremdelt am Anfang noch mit der neuen Saison, mit dieser neuen Liga. Denn in der ersten Liga waren sie quasi eine Mannschaft, die oft natürlich hinten sich reingestellt hat und auf Defensiv und dann auf Konter gesetzt hat. Und jetzt müssen sie sagen, jetzt sagen nicht alle, ein Braunschweig, Regensburg, Elversberg, Münster, Ulm, laut wie es alle heißen, sagen natürlich, ach Köln. Ihr seid doch die Großen, wir machen mal gar nichts und ihr macht das Spiel. Da müssen sie sich drauf einstellen, daher glaube ich, dass ihre zuerst geht es ein bisschen, dann kommen sie in ein Loch und dann machen sie eine sehr gute Aufholjagd. Wäre das dann die Saison vom SV Werder Bremen in der zweiten Liga, die auch auf Platz 2, dann klar ist, ja, da ist die Parallele. Und auf Platz 1 ist meiner Meinung nach Hannover 96. Ich wollte nicht so einen ganz, ganz typischen ganz vorne setzen. Natürlich werde ich mich, wenn ich das wieder anschaue, in 10 Monaten sagen, tipp doch einfach das ganz Normale, tipp doch Köln oder Hertha, so wie es alle machen. Hättest du recht gehabt, du Trottel. Aber nein, ich möchte es mir wie immer etwas schwerer machen. Jetzt werdet ihr was ganz, was Leifiges sehen. Zack. Und ich sage euch warum. Erstens mal, Torwart Ron-Robert Zieler ist einfach 35 zwar schon, aber der hat schon alles gesehen, der hat eine Qualität. Also Hannover hat im Schnitt einfach eine Mannschaft, die ist vom Alter her ready aufzusteigen. Für mich, wenn ich mir so anschaue, Stadelspieler,
Ron-Robert Zieler, natürlich ist er jetzt schon langsam in einem sehr alten Alter, aber immer noch Topmann, ist er nicht sogar Weltmeister geworden. So, dann haben sie mit dem Heisenberg, einer der besten Spieler der ganzen zweiten Liga, ja, ist schon 32, aber er ist richtig gut. Phil Neumann ist auch ein Innenverteidiger, 27 Jahre. Dann gibt es einen Josh Knight, der ist auch 26 Jahre alt. Ich schätze mal, dass sie mit der Dreikette spielen, dann könnten die spielen. Außenverteidiger, okay. Haben sie Linksverteidiger, zwei junge Rechtsverteidiger, haben sie aber einen Deutschen und einen Japaner mit jeweils 28, 30, das gefällt mir sehr gut. Dann im Mittelfeld haben sie einen Kunze mit 26 Jahren, einen Leopold, der ist zwar nur 24, aber der hat eine Qualität. Da haben sie einen von Bayern, den Hyun-Joo Lee, geholt, auch zwar jung, aber ein guter Mann. Und dann haben sie den Rochelt Yannick, den glaube ich viele wollten, 25, der ist nicht mehr jung, aber auch nicht mehr alt, super alter, richtig guter Spieler. Dann haben sie mit 19 super Talent, diesen Tresoldi im Sturm, wenn sie den halten können, ist es richtig gut. Dann haben sie einen Gangkampf von Frankfurt ausgeliehen, der ist natürlich Genie und Wahnsinn, aber im 1 gegen 1 kann der alle hier schlagen. Dann haben sie einen Unz, sie haben einen Harvard Niesen und einen Vogelsammer. Zwei richtig, richtig erfahrene alte Säcke, absolut positiv gemeint. Und gerade, du brauchst Leute, die vorne Tore schießen können. Und gerade im Sturm, finde ich, haben sie da vier ganz spannende Spieler, weil Niesen und Vogelsammer, die wissen, wo das Tor steht. Ja, sie sind alt, aber erfahren, die wissen, wo das Tor steht und haben dann zwei Junge, die eben richtig Qualität haben. Da passt sehr viel dazu. Plus der Trainer ist spannend. Hannover auf die 1. Jetzt wollte ich nach rechts zurück und merke natürlich, Technik, die begeistert. Das ist das Endergebnis. Spoiler Alert. Genau so wird es ausgehen. Jetzt habe ich auch über die Abstiegsrelegation gesprochen. Abstiegsrelegation, der Hamburger SV spielt gegen VfL Bochum und diesmal gewinnt der Hamburger SV. Ich muss ja sagen, mein bester Freund ist heute die Wasserflasche. Ich habe kaum zwei Sätze geradeaus reden können, ohne dass ich einen trockenen Hals habe. Daher nehme ich noch einen Schluck. Und sag vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin der Schwitzende, heiße Bassi B., Bremen-Fan aus Bayern und darum auch zur Verabschiedung. Kein Tschüss, kein Moin, sondern Prost, Servus. Das ist der Bremen-Fan aus Bayern, Werder Bremen, Werder Bremen, SV Werder Bremen, Bassi B., Bremen-Fan.